Die Linke ist für mich, wie wahrscheinlich auch für sehr viele Leute, erstmal eine unwählbare Partei. Und ich hoffe, dass ich heute im Dialog mit der stellvertretenden Bundesparteivorsitzenden vielleicht dieses Vorurteil ausräumen kann oder mich in meinem Urteil bestärkt sehen kann, dass ich die Linke weiterhin nicht wählen werde. Oder vielleicht ist die Linke doch nicht so konzeptlos, wie sie eigentlich erscheint. Wer weiß, ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, ich bin nachher schlauer. Also ich habe mir auch das Parteiprogramm der Linken erstmal vorgenommen, um erstmal einen Einblick zu bekommen. War erstaunt, dass ich relativ viele Punkte gefunden habe, die mich interessieren und wo ich Übereinstimmung finde. Ich habe heute Morgen schon gesagt, Mensch, vielleicht will ich die Linken zum Schluss. Habe aber Zweifel an der Umsetzung. Also dieses Parteiprogramm ist einfach unglaublich lang. Und da sind so viele Punkte drin, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das realistisch umsetzbar ist. Also ich erwarte heute ehrliche und möglichst kurze Antworten. Ja, ich muss sagen, ich kannte Katja Kipping vorher kaum. Ich habe mir jetzt das Buch durchgelesen in den letzten 3 Tagen und habe mich teilweise ziemlich aufgeregt und bin sehr gespannt, ob sie da mal einige Sachen erläutern kann. Mit der Linkspartei habe ich an sich auch nicht so viel zu tun, sehe da aber durchaus Nachholbedarf in meiner Auseinandersetzung und bin gespannt, ob da leichte Mentalitätsgräben überwunden werden können heute. Ja, heute startet sozusagen offiziell die spannendste WG des Superwahljahres, würde ich sagen. Es sitzen hier 5 Wechselwähler, die sich dazu bekennen, dass sie politisch hoch interessiert sind. Das haben wir ja schon im Casting erlebt. Unglaublich inhaltlich auch interessiert an Politik. Aber die sagen, ich weiß überhaupt noch nicht, was ich wählen soll. Und deswegen haben wir auch die WG hier sehr, wie gesagt, aufgeweckte, kritische junge Leute aus ganz Deutschland gefunden. Aus Berlin, aus Karlsruhe, aus Erfurt, aus Essen. Die zusammenkommen immer am Sonntags in der Berliner Runde und diskutieren mit einem Spitzenpolitiker und sonst in der Woche in ihren Heimatorten sind und dort zum Wahlkampf bloggen. Also das wird virtuell und real, trifft sich diese WG. Die Woche über ist es eine virtuelle WG und am Sonntag. Genau. Quasi wie eine Fernbeziehung. Wie eine, ja, genau. Man sieht sich nur am Wochenende. Und hier ist der Küchentisch, ein Küchentisch, wie er sein sollte in einer WG, wo hoffentlich auch in Deutschland jetzt während des Wahlkampfs auch mehr über Politik diskutiert wird als sonst. Und dieser Tisch ist auch dazu da, um über Politik zu diskutieren. Und ich würde einfach sagen... Aber es sieht ein bisschen aufgeräumt aus für eine WG, oder? Also jetzt zumindest habe ich schon mal eine schöne Sauerei verursacht mit dem Wasser hier. Also wir haben es versucht, so wohnlich wie möglich zu machen. Ja, wenn man Gäste bekommt, dann räumt man ja auch auf. Na klar, stimmt. Also, gerne. Frau Kipping oder Katja oder... Katja. Also ich habe mich ja mittlerweile damit abgefunden. Also ich studiere jetzt seit einigen Jahren, lasse mir noch ein bisschen Zeit. Aber ich studiere gerne. Und ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich jetzt eben eine Studiengebühr bezahlen muss. Und ich habe festgestellt, dass die Studiengebühr meiner Uni irgendwie gut tut. Also ich habe festgestellt, Bibliothek, ein bisschen über Bücher und dass die Ausstattung immer besser wird. Und ja, dann habe ich eben mir das Parteiprogramm angeguckt und dann mal ein bisschen geguckt, recherchiert. Was mich interessieren würde, wenn die Studiengebühren wieder abgeschafft werden, was passiert dann mit meiner Uni? Also das ist ja eine Entscheidung auf Landesebene, ne? Ob Studiengebühren eingeführt werden oder nicht. Und ich finde halt, ist doch verrückt, dass man Studiengebühren erheben muss, damit es ordentlich ausgestattete Bibliotheken gibt beispielsweise. Also wir fordern ja, dass generell mehr Geld in Bildung gesteckt wird, so. Sowohl auf Bundesebene, aber vor allen Dingen, weil das halt eher Länderkompetenz liegt, auf Landesebene. Und dann haben wir deutlich mehr Geld auch in die Unis gesteckt und in die Schulen und dafür aber an anderen Stellen gespart. Also unser vereinfacht ausgedrückt hieß dann immer das Motto Bildung statt Beton. So, also wir haben bei Prestigebauten, auch bei Autobahnbauten, wollten wir lieber sparen und dafür mehr Geld in Bildung setzen, weil wir fanden, das ist die zukunftsträchtigere Investition. Nee, also Bildung statt Beton habe ich mir sofort aufgeschrieben, ist ein Pluspunkt. Und gerne können wir das Gespräch auch noch weiterführen bei Pizza und den Getränken. Achso, ich habe euch auch was für die WG mitgebracht. Ja. Hier für WG, weiß nicht, wo man so liest halt. Aber auf kein WG. Aber nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Katja, dass du dir die Zeit genommen hast und diese intensiven Fragen beantwortet hast. Ja, danke. Und ja, jetzt gibt's Essen fassen. Super. Gut. Wer
Wir haben jetzt über eine Stunde diskutiert und am Ende leckere Pizza gegessen. Und ich fand es eine unglaublich interessante Diskussion. Manchmal denkt man ja so, ja, Wechselwähler interessieren sich halt nicht so sehr für Politik. Aber die WG hier war super vorbereitet, hatte mein Buch gelesen, hatte Haufen Fragen. Wir haben es leider nur ganz kurz geschafft, über das Grundeinkommen zu diskutieren. Das haben wir jetzt später noch ein bisschen nachgeholt. Und das war für mich ein ganz interessanter Sonntagnachmittag. Es war schön, es hat Spaß gemacht, es war interessant, Frau Kipping auf ihre Argumente und auf das Wahlprogramm der Linken zu prüfen und naja, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Also ich fand es sehr interessant und ich muss sagen, sie als Person hat mich wirklich überzeugt. Allerdings ist da noch ein gigantischer Unterschied zwischen der Person und der Partei und man hat auch teilweise gemerkt, dass sie Schwierigkeit hatte, die Person und die Position der Partei zu vertreten.